Overnight im Kinderspielparadies. Hello? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Unterwegs mit dem Leon. Ihr ahnt es schon oder habt es im Titel gelesen. Es geht auf die Frankreich-Tour 2.0. Wir starten hier in einen Vlog. Seid gespannt, was wir diesmal Verrücktes erleben werden. Ob wir wieder auf Diebe im Lost Place treffen. Mit der Polizei zu tun kriegen. Okay Leute, Blaulicht, Blaulicht. Und damit würde ich sagen, let's go, Frankreich-Tour 2.0. Ab geht's. Woohoo! Leon, nein! Tu's nicht! Tu's nicht! Ist das neue Wolfgangs Gentle Curved? Wenn ihr noch kein geiles Wolfgangsmesser am Start habt, dann checkt jetzt mal unten die Videobeschreibung aus. 10% sparen mit Taco 10. Gönnt euch mal ein geiles Wolfgangsmesser. Der Wolfgangs ist auch netter. Der kann auch supported werden. So sieht's nämlich aus. Herzlich willkommen zum ersten Video der Frankreich 2.0 Tour. Auf der letzten Tour Richtung Frankreich haben wir in Belgien ein verlassenes Kinderspielparadies besucht. Ihr habt euch in den Kommentaren gewünscht, dass wir hier einen Overnight machen. Deswegen sind wir heute hier. Ja, wir sind zurückgekehrt. Overnight im Kinderspielparadies. Und hier sehe ich schon, das Tor ist kaputt. Ja, letztes Mal mussten wir hier noch außen rum klettern und jetzt können wir einfach hier fast schon durchmarschieren, ne? Irgendwer hat das da aus den Angeln gehoben. Stell dir mal vor, wir kommen da gleich ran, rein, alles leergeräumt. Ja, stell dir mal vor. Mit deinem fetten Hodensack, meinst du? Das tut bestimmt gerade weh zwischen den Beinen, ne? Alter! Ja! Dieser Rucksack, ne? Er ist so schwer. Ja, letztes Mal, als wir hier waren, schien die Sonne und diesmal wird es gerade dunkel. Ist auf jeden Fall direkt eine ganz andere Atmosphäre hier. Und ich bin gespannt, inwiefern unsere Nacht gut werden wird. War letztes Mal auch noch nicht hier, wahrscheinlich damit man einfacher hochklettern kann. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, sollen wir durch den durchgehen, Keller, ne? Gehen? Ja. Komm. Okay, wir haben uns gerade dazu entschlossen, diesmal durch den Keller reinzugehen, weil es einfacher ist. Aber da haben wir falsch gedacht. Hier ist jetzt eine riesengroße Stahlplatte davor. Also hier ist nichts mehr mit reinkommen. Und ich hoffe jetzt noch, der andere Zugang oben durchs Dach ist noch da, weil sonst können wir gleich weiterfahren. Okay, der Zugang hier oben scheint noch zu existieren. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir den Rucksack da hinten durch dieses Loch durchbekommen. Hallo? Also im Dunkeln ist das doch irgendwie gleich ganz schön unheimlich hier. Step Nummer 1 ist einmal alles checken, oder? Oder zumindest grob. Ja, wir müssen jetzt nicht in jeden Raum gehen, aber ja, dass wir einmal in die Hauptbereiche überprüfen. Ne? So machen wir es. Ja, Plan ist jetzt, wir gucken erstmal hier, checken einmal alles grob durch, ob wir hier auch wirklich alleine sind. Aber ja, eigentlich können wir uns jetzt schon zu 100% sicher sein, dass wir hier alleine sind. Irgendwie bin ich noch nicht so richtig im Tourmodus angekommen. Bin auch ziemlich kaputt von dem ganzen Tag. Aber jetzt langsam kickt das Adrenalin rein. Und ja, man fühlt irgendwie, wie der Tourmodus sich langsam in mir aufbaut. Ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, auch fühlen, hier oben zu pennen, ne? Weil da haben wir halt da direkt die Fenster und so, haben wir auch so ein bisschen Ausblick. Also, lass mal kurz gucken. Ja, wir können gucken, auf jeden Fall. Ich penne hier und du pennst da drüben. Hey, ich wollte gerade sagen, das wäre auch eine Idee. Wir können jetzt zusammen kochen, zusammen essen, aber so zum Pennen. Ich weiß nicht, ob ich dann gut schlafen kann. Schon, finde ich, wenn man im Kinderspielparadies, dann muss man da oben pennen, oder? Ja, hast schon recht. Okay. Zumal hier hast du theoretisch nur ein Exit und da hinten könntest du halt
eventuell. Ja, war gut. Ja, gut, da hast du eigentlich auch nur einen Exit. Ist halt sowieso scheiße beim Overnight. Also ich würde meine Sachen nicht zurücklassen. Nee, so. Safe. Ist egal, wer kommt, du musst dich erkenntlich zeigen und auf Konfrontation, also nicht Konfrontation, aber du musst halt das Gespräch direkt suchen Hose irgendwie. Runterziehen. Ja, genau. Am besten direkt nackt ausziehen und komm, lass uns kämpfen! Lass uns kämpfen, Mann! Heftig. Da, die ganze Wand ist weg hier. Ich wollte gerade sagen, und auch die ganze Wand ausgerissen. Auch hier waren noch Fensterscheiben drin, die haben sie auch alle rausgekloppt. Aber es gibt mir eigentlich mehr oder weniger Sicherheit, dass jetzt nicht irgendwie Security-Polizei oder so. Ja, ne? Ja. Höchstens andere Urbexer. Wir haben auch Samstag heute. Ja. Also könnte durchaus sein, dass wir Besuch bekommen. Ja. Aber ey, ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht in den Keller runtergehen. Das können wir später nochmal machen. Ja. Ne? Ja, safe. Weil vorne stand kein weiteres Auto. Und man hört hier auch nichts und niemanden. Deswegen gucken wir jetzt direkt mal nach unserem Schlafplatz. Oh ja, das Netz haben sie kaputt gemacht, ja. Es riecht aber immer noch leicht unangenehm hier, ne? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, irgendwie nach Kacke oder so, aber muffig. Da ist sie. Rutsche des Todes, Alter. Die Urinrutsche. Ne, die Rutsche, wo Leon gerade runter ist, riecht nach Urin. Die ist auch so, die hat schon so eine Farbe, wie so dunkles Urin, so richtig was stinkt, weißt du? Ich würde sagen, wir müssen erstmal gucken, wie wir die Rucksäcke da hochkriegen, ne? Dann. Also die erste Möglichkeit, wo wir hochgehen könnten, wäre hier. Aber da kommst du ja nicht weit. Nur da oben auf die Plattform. Genau, ich dachte gerade, da ist ein Schatten, Alter, und es war nur so, guck mal da hinten, dieser Schatten von dieser roten Kiste hier so. Adrenalin ist da jetzt, ne? Das wird jetzt erstmal spannend hier. Wir kommen hier nicht raus. Nee. Wir müssen uns zwingend verstecken, wenn hier jemand kommt. Ja, aber die kommen ja auch früher oder später hier in dieses Ding rein. Also verstecken hilft dann auch nicht. Wir müssen richtig gut verbarrikadieren. Ja. Und wenn irgendwer reinkommt, müssen wir sofort hello, what do you want here? Ja. Besser als verstecken und dann safe und dann finden die uns da auch. Ja, und dann erschreckt sich jemand und dann eskaliert die Situation oder so. Hör auf jetzt, Mann! Scheiße, Leute, was machen wir? Scheiße. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir hier wirklich nochmal pennen, ey. Overnight im Kinderspielparadies. Wir überlegen gerade, wo wir uns hinlegen, weil so viele Möglichkeiten gibt es hier doch gar nicht. Also so ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt auch. Ne? Wir haben jetzt hier einen Spot gefunden, wo wir uns hinlegen können, aber einer von uns muss direkt neben der Rutsche schlafen. Eigentlich ist es ja egal, ne? Aber wir machen trotzdem Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. So, doch kein Schnick, Schnack, Schnuck, sondern ich penne hier oben jetzt direkt hier auf dieser Plattform neben der Rutsche und Leon dann direkt hier unten unter mir. Dann kann ich nämlich auch nachts hier durch dieses Netz schön mein Lörres durchhalten. Und Leon kann dann ein bisschen mich verwöhnen. So Leute, Elefantenhaut, dann meine Isomatte, aber meine Luftmatratze brauche ich hier gar nicht auspacken, weil hier ist ja alles gepolstert. Ich habe jetzt nur meinen Carinthia Defense 4 dabei, der aber auch viel zu warm ist. Also ich habe nur ein T-Shirt an und ich schwitze, weil ja, das ist hier nur dieses Dach irgendwie mit dieser Glasfront und hier speichert sich so krass die Wärme drin. Ich glaube, ich ziehe mich einfach direkt ganz nackt aus, oder? Hast du was dagegen? Du könntest ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Leon gern mal nackt sehen würdet. Du bist so ein kranker Typ, Alter. Wieso? Weiß ich nicht. Ich bin noch ganz normal. Ja, für meine Verhältnisse schon, ja. Es ist so warm, es ist verrückt. Ich glaube, das wird ein gemütlicher Overnighter. Ja, aber ich mag es halt lieber so, ich mag halt lieber so kühle Luft und so, ne? Also mir ist es echt zu warm zum Schlafen eigentlich. Doch, ich werde schon pennen können, es wird schon klar gehen. Ich meine, wären es jetzt noch irgendwie 5 Grad wärmer, dann, boah, nee. Aber ich hoffe, es kühlt noch ein bisschen ab nachts irgendwie. Wir haben es uns gerade gemütlich gemacht und unterhielten uns, als ich Taschenlampen vor dem Gebäude bemerkte. Wir schalteten sofort unser Licht aus und verhielten uns ruhig. Der Adrenalinspiegel stieg an und wir wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Wir hörten Leute auf Französisch sprechen und wie sie langsam näher Richtung Eingang kamen.
Hello? Bonjour. Don't be afraid. You're not alone here. No worries. Yeah, we're just urbexers and don't worry. Everything all right. Okay, zwei Urbexer sind gerade hier reingekommen. Die haben sich mega erschrocken, als ich Hello gerufen habe. Und ich glaube, die haben auch jetzt noch einen guten Adrenalinpegel. Die wollen sich das Ganze hier auch nur angucken. Kein Englisch, irgendwelche Franzosen, Urbexer, die sich das hier angucken wollen. Und ich hoffe, ja, dass das die letzten sein werden. Weil man weiß halt nie so, was kommt jetzt auf einen zu, so, ne? Ja, ja. So, was kommt jetzt, wer kommt jetzt, was wollen die und so weiter. Ja, ja. Wir verstehen ja eh kein Wort, was wir sagen. Ja. Also die haben mehr Angst vor uns als wir vor denen auf jeden Fall, oder? Glaube ich auch, ja. Das ist eine Frau und ein Mann und die Frau, man hat schon gemerkt, dass ihr geht richtig der Stift in der Hose, ne? Ja, ja. Als wir hier plötzlich im Dunkeln gesprochen haben, ne? Ja. Die beiden waren eben noch hier oben bei uns, sind mal kurz hier die Rutsche runtergerutscht. Die haben uns nicht verstanden, wir haben die nicht verstanden, aber die waren auf jeden Fall cool drauf. Die laufen jetzt hier unten noch irgendwo durchs Gebäude. Der Leon macht sich gerade noch eine Packung fertig Nudeln. Frisch. Hey, ich habe das frisch gekocht. Ach, frisch? Ich habe das Pulver, alles selber zubereitet. Frisch zubereitet. Na klar. 23.30 Uhr, wieder eine halbe Stunde vergangen. Ja, wir haben gerade noch so ein bisschen, doch noch ein bisschen was gesnackt hier. Und ich liege jetzt im Schlafsack. Allerdings, ich kann den nicht zumachen. Ne? Es ist viel zu warm. Muss man sich mal überlegen. Es ist jetzt der 6. Mai und es ist todeswarm. Ey. Also hier drin ist es auch super warm einfach. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn die Nacht was passiert, wie immer, hole ich euch dazu. Lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Für euch bis gleich. Für mich gute Nacht. Ciao, ciao. Und es sollte noch etwas passieren. Circa eine Stunde später, als wir gerade am Einschlafen waren, bemerkten wir erneut Taschenlampen vor dem Gebäude. Diesmal schien es eine größere Gruppe zu sein. Und weil wir gar keine Lust auf weiteren Besuch hatten, ließen wir uns etwas einfallen. Wir haben uns bei YouTube einen Alarmanlagen-Sound rausgesucht. Nun warteten wir, bis die Leute etwas näher kamen, um den Alarm auszulösen. Leute, Alter. Die sind komplett um ihr Leben gerannt. Ne? Die sind hier aus diesem Gebäude raus. Es hat keine 20 Sekunden gedauert. Sind erst wieder hier hinten raus auf die Wiese. Ich habe die Taschenlampen gesehen, haben gemerkt, da kommen sie nicht raus. Und dann wieder hier unten am Gebäude lang, ums Gebäude rum. Man hat nur die Autotüren knallen hören, den Motor. Mäm, die sind weggeheizt. Komplett geisteskrank. Also, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was zu tun ist, wenn wir nochmal Besuch bekommen. Scheiße. Pinkeln gehen und dann schlafen.
Good morning in the morning. Ich bin echt froh, dass ich jetzt die Koop mit Revolution Race habe, die mir die neue Unterhose gesponnen hat. Ja, steht dir. Danke. Findest du nicht, die ist ein bisschen kurz, die Hose? Nein, das ist ja die neue Summer Edition, weißt du? Ah, okay. Ja, ja. Ja, ist natürlich echt schön luftig, ne? Also ist man gut frei unterwegs, ja, ne? Klar. Ja. So, weißt du, das, man muss ja auch ein bisschen atmen können, ne? Hat auch Style mit den Schuhen so, ja, mit klar. den Socken und dann... Ja, dann kann man ein bisschen Squats machen. Ja, ja. Oh. Ja, geil. Hast du einen Rabattcode für die neue Unterwäsche? Na klar. Das ist Leon TV 10. Ja, es war eine sehr angenehme Nacht, nachdem wir die zweiten Besucher mit dem Alarmanlagen-Prank verscheucht haben. Wir chillen jetzt hier noch ein paar Minuten, dann packen wir zusammen und brechen auf nach Frankreich. Auf Reise. Ich hinterher. Ist ein bisschen schwindelig. So geht's doch viel einfacher nach unten. Jetzt, Leute, suchen wir den anderen Ausgang, den gestern die Truppe genommen hat, die wir verscheucht haben. Los geht's! Zu früh gefreut. Meine Brille hängt noch da oben am Netz. Da ist sie. Okay, und auf ein neues. Ey, habe ich jetzt meine Taschenlampe mitgenommen? Was ist los mit mir, ey? Meine Taschenlampe, die liegt, glaube ich, auch noch da oben. Oh. Ja, ich sehe sie schon. Ey, da will man sich den Weg runtersparen mit dem fetten Rucksack. Und ich muss noch zweimal hier hochklettern, weil ich irgendwas hier oben vergesse. So, jetzt gucke ich aber noch mal ganz genau. Jetzt sieht's gut aus. Los geht's. Boah, da ist mir schlecht bei dieser Rutsche, ey. Leon randaliert hier unten schon wieder im Keller. Aber irgendwo müssen die hier unten raus und reingekommen sein. Man hätte es einfach aufschieben können, ne? Krass, ey. Okay, raus in die Freiheit. Herrlich, ne? Wenn du was richtig Schönes sehen willst, da hinten siehst du ein bisschen Klopapier in den Büschen. Da liegt ein richtiger Apparat. Das war's mit dem ersten Video der Frankreich 2.0 Tour. Doch schaltet noch nicht ab, denn gleich gibt es noch zu sehen, was im nächsten Video passiert. Lasst mir gerne eine Bewertung da und schreibt mir was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Leute, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao, ciao. Boah. Ja, hier sind auf jeden Fall Obdachlose und Junkies. Hä, wie viele? Boah. Alter, wer ist das denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Jetzt stehen wir hier auf diesem scheiß Parkplatz und das Tor ist zu. Ich glaube, er hat eben schon mit der Polizei telefoniert und mit einem Sicherheitsdienst, um irgendwen zu finden, der uns dieses Tor hier von diesem Parkplatz aufschließen kann.